Club, Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Und wir sind hier nicht, um Krabox zu fangen, denn wir haben hier einen anderen Encounter bekommen tatsächlich auf dieser Route. Ich habe ja in eurer Abwesenheit, falls ihr den letzten Part nicht mitbekommen habt, zwei Pokémon verloren, Fleckmon und Arbok. Darum sind sie im Schild, freuen sich todes drauf, dass sie gestorben sind. War super, super toll. Aber ich habe bemerkt, dass es hier in diesem hohen Gras ein weiteres Pokémon gibt. Vielleicht treffen wir es, ja. Aber ich will euch erstmal zeigen, was wir hier in unserem Team haben. Und zwar haben wir dieses Monmon zum Team. Und zwar ist das die gute alte Katja. Katja Krasavice ist das. Naja, nicht wirklich, aber wir hatten mega, mega Glück bei dem Ding. Und gleichzeitig auch mega, mega Pech. Denn wir haben tatsächlich einen Zorokex mit hartem Wesen hier bekommen. Was super, super gut ist. Aber gleichzeitig haben wir einen Zorokex mit Expedidermis bekommen. Leider nicht. Wie heißt das hier? Ich glaube, Hochmut ist die andere Fähigkeit. Und die versteckte Fähigkeit wäre Bedroher gewesen. Ja gut, ist die schlechteste von den drei Fähigkeiten. Aber nehmen wir mal trotzdem so hin. Dafür ist das Wesen mega, mega stark. Dann haben wir hier Magneton und Avatar-Arm immer noch. Dann haben wir Shisha. Stitch, der jetzt ebenfalls auch im Rahmen aktualisiert wurde. Papierempor habe ich im Team genommen, halt immer noch vom letzten Part. Dennis haben wir jetzt noch im Team. Oh ja, und das war's schon. Und das war's schon soweit. Also doch nicht so große Änderungen, wie ich sehe. Ich pack mal den Papierempor nach vorne. Ich kann euch ja mal zeigen. Also ihr müsst hier einfach rumlaufen. Hier kamen tausende Zorokeks, die ich einfach so besiegen konnte. Halt auch mit Durchbruch, Turmkick, allen drum und dran. Die konnte man so gut besiegen. EP-Bon an und dann ging's los mit dem Leveln. Und ja, da habt ihr es schon. Das erste Mal ist ein Zorokex gewesen. Keine Ahnung, warum das bei uns nicht war. Zum Beispiel war der letzte Part der ziemlich abgefuckt. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt erstmal keine Pokémon verlieren werden. Beziehungsweise, dass es nicht ganz so schwer wird. Aber ihr habt mir da schon in den Kommentaren so geschrieben. Zero, warte ab, es wird immer schöner werden. Es wird immer schöner werden. Avatar erreicht sogar Level. Sehr, sehr knorke. Und ja, wir machen einfach weiter. Ich muss euch eben auffallen, weil ihr vielleicht gerade gesehen habt, dass die gute Katja ein bisschen angehittet wurde. Die wird gerne mal ein bisschen angehittet, die gute. Die lässt auch mal wieder die Hose fallen hier im Pokémon. Aber das ist uns gerade egal. Auf Level 39 entwickelt sich sogar die gute Katja. Von da packen wir sie auch, glaube ich. Nee, nicht nach vorne. Wir müssen erstmal Papierenpo und Dennis trainieren. Das sind erstmal so unsere kleinen Problemkinder, die ein bisschen EP brauchen. Und die ich halt noch nicht so krass trainiert habe. Magst du mir ein Sonderbonbon geben? Das wäre super, super nett. Sehr, sehr cute. Dankeschön. Dann haben wir schon mal zwei, denn wir haben im letzten Part ja ein Geschenk bekommen, meine ich. Und den jetzigen. Das heißt, wir könnten theoretisch Katja entwickeln, aber wir könnten theoretisch auch einfach ein Pokémon auf Teamniveau bringen. Und naja, werden wir das irgendwie machen. Oder wir können natürlich auch unser gutes AC/DC einfach so entwickeln, falls wir dort in das Gebirge reingehen sollten. Habe ich genug Tränke? Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Egal. Wir werden einfach mal jetzt weitermachen, denn wir haben hier vorne noch gleich eine Route vor uns. Und hier dürfen wir wiederum ein Pokémon fangen, was sehr, sehr gut ist. Und hier gibt es schon die ein oder anderen... Oh, Fabian, was machst du denn hier? Ist das neu? Auch wenn das nicht Zero ist. Wohin des Weges, wenn ich fragen darf? Du, Team Skull. Team Skull, du willst also nach Pou, wo diese Rüpel herumlungern. Diese unmöglichen Taugenächste. Sie haben nichts Besseres, nur als Pokémon übel mitzuspielen. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ich suche persönlich alle Teile Alolas auf. Okay, das ist eine sehr tolle Aufgabe, um nach den Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Auch über das Problem mit Necrozma zerbreche ich mir ganz allein den Kopf. Findest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel Engagement zeigt, sich perfekt als Präsident eignen würde? Was rede ich da, ein Kind? Ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Wie dem auch sei, ich kann dir nur raten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Das hört sich so ein bisschen am Plot-Twist an, dass er die Aether Foundation übernimmt und nicht Samantha? Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Bissel, bissel, bissel. Aber gucken wir mal. Erstmal kriegen wir einen Encounter hier auf der Route und das ist... Floette! Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So kriegen wir ein speziell defensives Pokémon. Das ist halt ehrlich richtig knorke gerade. Oh. Oh, ich glaube, da muss jemand gerade weichen aus unserem Team. Ich weiß noch nicht wer, aber Floette, ein Feen-Pokémon. Das kann ja wirklich in allen Situationen helfen. Mach erstmal eine Donnerwelle. Döner, 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 oder was? Bzz, bzz.
Sehr Knorke. Sehr, sehr Knorke. Ist gleich mein neues Lieblingswort, weil das jemand im Stream mal gesagt hat, so, ja, Zero, Knorke ist voll oldschool. Und jetzt mir so, yo, Knorke, das wäre nicht mal wieder ein richtig chillo Wort. Ein richtig chillo Wort wäre das. Voll Switch, bitte kein Crit. Danke, macht doch nicht so genug. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall die Streams an, Jungs und Mädels. Denn wir werden in Zukunft auf auch Twitch streamen. Vielleicht habe ich es auch schon gemacht. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall werde ich das für morgen vorbereiten. Und dann geht's ab, Alter. Dann geht's ab. Was ist das jetzt? Grasfeld? Lol. Okay. Ballert ihr das Grasfeld mal raus? Ich versuche einfach einen Ball zu werfen. Komm, wir werfen einen Heilball. Komm, das passt zu Floette. Ein bisschen Love in the air. Boom. Komm schon, Alter. Du willst in mein Team. Komm schon. Komm in mein Team. Komm in mein Team. Komm in mein Team. Nicht ohne mein Team. Das muss echt der Remix kommen hier von hier, Raf Kamora und sowas. Ich feiere die Jungs nicht, aber ich finde das witzig halt so, diesen Text so, diesen Kontext. Nicht ohne mein Team. Ey, Peter hat das noch an, den muss ich gleich mal ausmachen. Erstmal mit Floette, die Fette. Bing. Und ja, Flaubaby haben wir bereits gefangen, da ich es schon mal auf der Insel Meli Meli gefangen habe. Dort gab es nämlich das gute Mon. Aber so, das Ding erstmal so zu bekommen, richtig nice. Wir nennen das Ding einfach mal Flora, weil es auch weiblich ist. Und Flora, wer kennt noch Wings Club? Wer kennt von euch Wings Club? Flora ist am Start, Alter. Flora wird einfach alles rasieren. Komm, er zeigt mein gutes Wesen. Also der Spezialangriff Minus gefällt mir gar nicht, aber der Verteidigungsplus ist ganz okay. Wunschstraum, Zauberblatt, Grasfeld, Blüten... Oh, das Ding ist eh physisch, wie es aussieht mit Blütenwirbel. Kriegt zwar keinen Stab, aber Blütenwirbel. Das ist ein 90er Grasattacke. Das ist echt stabil. Blütenhülle, was macht das? Schützmischreiter von Typ Pflanze. Vor dem Senken ihrer Statuswerte sowie Statusproblem. Haben wir ein Pflanzen-Pokémon dabei? Ich glaube nicht. Nö. Aber ich werde das, das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Spezial defensiver Def. Das ist immer OP as hell. Das ist immer gut. In mein Ding! Wer fliegt raus? Wollen wir Dennis erstmal rausnehmen? Ah, Dennis ist nicht wirklich der Typ, der den Job macht, ne? Aber sollen wir wirklich nur physische Mon. Okay, zwei nicht. Okay, zwei nicht. Das ist in Ordnung eigentlich. Packen wir den Boy erstmal weg. Kriegen von Dennis den Nassbrocken, habe ich raufgemacht, damit der Niesel länger hält. Ich glaube, das ist ganz okay. Also kann man wirklich auch spielen, ne? Ist halt nicht so schlecht. Aber, naja, wir gucken mal. Was gibt es hier noch für Pokémon denn? Vielleicht gibt es hier auch ein, zwei coole Mons nochmal, die wir noch nicht kennen. Oh, Koryogel, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Gefällt mir. Papianpo, hallo. Kannst du einfach fliehen oder bist du angegriffen jetzt? Du bist angegriffen. Okay, dann kriegen wir ein paar Schellen ins Gesicht, bis meine Schädeldecke bricht. Finde ich okay. Viermal, doch finde ich okay. Lass mal bitte fliehen. Dankeschön. Wäre doch nicht nötig gewesen. Nächstes Mal kannst du mich auch schneller fliehen lassen, Minion. Und jetzt kämpfen wir gegen die reizende Dame da im Hula-Hoop-Tanz. Ach, Menno, ich komme hier ich zu nichts. Jedes Mal, wenn ein Trainer an mir vorbeiläuft, muss ich ihn einfach zum Kampf herausfordern. Ich wäre normalerweise einfach über die Brücke gelaufen, hätte gar nicht gegen dich gekämpft, Girl, aber okay. Nadine, die Tänzerin. Oh yeah. Floette. Okay, du hast Geschmack, Girl, du hast Geschmack, Girl, das finde ich gut. Aber ich habe leider kein Matchup gerade hier mit meinem Papier im Po für dich. Weil wenn das Ding der Fehlattack jetzt doch schon drauf hat oder noch, ja, wie noch irgendwie kann, weil das Ding hat Feenbrise von Anfang an, das weiß ich. Weil, ganz witzig, ich habe gestern, vorgestern war es, mit Kaya ein bisschen Pokémon Ultrasonne angezockt, weil sie hat das jetzt auch das Spiel und sie hat ihr Team gemacht mit einem Floette und damit haben wir Halla so ein bisschen rasiert, weil das Ding Feenbrise konnte, plus Expertengurt, das war echt schon super, super strong. Finde ich ganz cool, dass man auch so privat noch ein bisschen zocken kann. Nebenbei das Let's Playen. Also wir sind nicht weit gekommen, wir sind ein bisschen nach Akala gekommen, ja, jetzt nicht so ultra. Oh, jetzt kommt der Schutzschild, Wunschtraum. Schutzschild, Wunschtraum. Easy, Alter. So macht man das heutzutage. Einfach Schutzschild und Wunschtraum. Ich glaube, das hätte ich spielen. Schutzschild, Wunschtraum auf Floette. Das wird auf jeden Fall ballern. Avatar bekommt gute Pie und der Rest. Stitch Level 38. Sehr nice. Tschüss, Tänzerin. Jetzt macht sie noch so ganz leicht und lässig weht ihre Hand im Wind. Oh, jetzt gleich kommt ein Part online. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, ne, da kommt gleich ein Part online. Oh, dann können wir es angeln. Lol. Wie stumpf ist das denn? Ich sehe nichts mehr. Das war ja eine lame Cutscene. Einfach so, ja, da ist was. Gönn dir, wenn du magst. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist hier noch ein Item irgendwie? Ja.
Willst du kämpfen? Sonst hau ich halt einfach ab hier. Das hau ich halt einfach ab hier, Girl. X-Spezialverteidigung. Boah, ist in Ordnung. Aber seitdem es Rot zum Kraft gibt, ist halt alles besser. Willst du noch kämpfen? Komm. Ich bin ja nicht so nett. Ich nehme die Mädchen an die Hand und dann wirst du ganz genau, was passiert. Der Zero, der nimmt die Mädels einfach so an die Hand und dann geht's los. Mit einem Kampf natürlich, dann nehme ich mit dem was anderes, falls ihr was anderes denken solltet. Die gute Linda! Was hat sie denn? Die kleine Göre. Und zwar ein Sneebel. Ja, eine vierfach effektiven Fußtritt ins Gesicht von dem Ding. Ich sage, das tut ein wenig weh. Aber schau mal, vielleicht hat der Boy jetzt aus den Eiszapfenhagel und lässt uns dreimal flinchen und dann sterben wir einfach. Es kommt der Schlitzer, der kann nur critten. Und es war ein Crit natürlich. Und der Fußkick, der ist vierfach. Boom! Sehr, sehr cute. Level 37 für Papierenbau. Muy bueno. Muy bueno. Ich sollte den P-Teil ausmachen, ne? Koalelu. Was haben wir dagegen? Theoretisch Shisha einfach. Shisha burnt ihn einfach kaputt. Lass die Shisha-Kohlen brennen. Mir ist gar kein passendes Wort eingefallen. Ich dachte so, yo, was kann man zu Shisha sagen? Dauerschlaf. Ja, kein Problem, Alter. Kannst ruhig pennen oder zum Beispiel nicht pennen halt. Und wir brennen dich einfach so ein bisschen. Naja, du brennst jetzt ein wenig. Verbrennt euch nicht beim Shisha-Rauchen. Komm, gib mir den Burn. Oh, schade. Kein Burn, egal. Gerne. Das heißt, ich kann jetzt nochmal angreifen und dann nochmal, aber ich schlafe dann nochmal, um den Kampf zu beenden. Das ist nicht so geil. Aber wir können Kurtel ja aufwachen. Aufwachen vor allem. Aufwecken. Mach mal einen Flammensturm nochmal am Ende. Weil sieht da geil aus, ne? Flammensturm von der Animation her. Guck mal an. Und tot. Ups. Und schlafen wir jetzt noch oder ist der Kampf so beendet? Das wäre super cool, wenn er einfach so beendet wäre. Sehr, sehr gerne. Brauchen wir gar nicht hier den guten Shisha aufwecken mit der Pokémon Amy Power. Oder Pokémon Pflege Power. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall sind wir im Pflegefall. Und dieser Pflegefall hat dieses Feld nun bezwungen. Sehr, sehr geil. So. Wir sind jetzt hier in dieser wunderschönen Stadt. Und ich sollte den EP-Teil ausmachen, ne? Aber eigentlich will ich auch noch... Wie viel EP braucht Katja noch? Ah, es geht. Ist noch eine ganze Menge. Ist noch eine ganze, ganze Menge. Aber ich will da nicht overleveln, von daher lassen wir das. Und machen den einfach mal aus, EP-Teiler. Tschüss. Das war's mit dir. Und wir werden mal eben die gute Floette nach vorne machen, dass sie ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Und dann schauen wir mal, wie wir hier was machen werden. So, hier ist das Polizeipräsidium. Und hier ist eine neue Route halt auch. Hier können wir noch ein Pokémon fangen, aber da bin ich gerade nicht so nach. Ey! Ey, yo, was geht? Yo! Ich finde daneben, wenn jemand immer alle krass ernst und verbissen sieht. Ich sehe nicht alles krass und ernst und verbissen, mein Freund. Ich sehe alles nur aus einer ganz bestimmten Perspektive. Meine Aufgabe bei... meine Aufgaben bei Team Skull gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie strange. Ja, geh deine Aufgaben voll strange ran, wie auch immer. Ich werde dich auf jeden Fall jetzt voll straight besiegen. Mein Junge. Ne, du kleiner Rüpel, du. Du meinst ja auch mit deiner silbernen Kette und alles, dass du der Coolste bist. Aber du hast nur einen Radfratz. Und Radfratz hätte ich jetzt mal... Ich hätte jetzt mal richtig, richtig gerne... eine Feenattacke, weil das halt sehr effektiv trifft. Ich glaube, ich kann sogar einfach drinbleiben. Mach einfach mal einen Blütenwirbel. Oh, das macht Damage. Alter, gibt auch ordentlich Recoil. Ihr Recoil ist real. Ne, ich kann ja aber nicht drin bleiben, sonst sterbe ich. Das ist sad, das ist sad. Soll ich auf Katja rausgehen? Ja, dann kriegt Katja auch nochmal ein bisschen EP. Kann das Ding auch two-shotten so gut wie. Und danach hat er wahrscheinlich noch einen Zuber. Dann kann ich auch wieder auswitchen. Risiko-Tackle again. Macht das über die Hälfte? Never. Outspeed ich das Ding? Ich hoffe. Ne. Bitte kein Crit. Danke. Sonst wäre Katja jetzt schon tot. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das Ding guckt richtig abgefuckt im Rahmen. Ne? Finde ich super witzig. Durchbruch. Jetzt auf den Team Skull-Typ, Alter. Let's go. Ich könnte dafür drin bleiben, aber das ist mir gerade zu unsicher. Das heißt, wir gehen auf unseren safen Apollo-Switch. Das ist einfach... Papier im Po und er gönnt sich jetzt einfach einen Wirbel und dann ist das Ding down. Also ich mag Costoso, ja. Costoso als meiner Fave-Monster damals gewesen bei Pokémon Mode. Auch, ne,
hatte auch seine Gründe. Das Ding ist halt einfach mega, mega stark. Und gut, dass auf jeden Fall, dass die gute Pali Kommentare geschrieben hat, dass ich das Ding mitnehmen soll. Da hat sie auch nochmal, wie gesagt, gesagt, ja so, yo, nimm das doch mit, das ist doch voll strong, das ist mega defensiv und kann voll gut austeilen und ist trotz seinem Wesen richtig stark. Kriegen wir einen Tiefschlag ab, komm. Papierpo, bitte! Danke. Hübbel. Das ist ein One-Shot, oder? Das ist unser Kackwesen. Das ist unser Scheißwesen, was wir haben. Come on! Danke. Boom! Und ciao, Abello. Ciao, Abello. Abello, Abello, Abello. Sehr nice. Kann man hier aufheilen nochmal, bevor man da reingeht? Ich glaube nicht, ne? Das Pokémon Center da haben die ja eingenommen. Das heißt, da kann man ja auch nicht wirklich was machen. Ich glaube, jetzt kommen halt mehrere Kämpfe gegen die, ne? Ja. Jetzt kommen mehrere Kämpfe. Und hier ist wahrscheinlich wieder ein Herrschersticker. Wow. Der war so gut versteckt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Wir packen mal Avatar Aang. Ne, ich pack mal Stitch nach vorne. Dass der Boy ein bisschen gelevelt wird. Und heile mal ganz kurz die anderen so ganz, ganz minimal grob auf. Nehmen wir noch Supertränke, ne? Ja, 4 Stück. Safe. Da brauchen wir gar keine Angst haben hier. Zack. Gehen wir nochmal einen Sprudel. Sprudel mal auf 50. Kraftwurzel macht 120, Alter. Ne, ich habe leider nichts Schlechteres. Da lassen wir es so, wie es ist. Und sagen, let's go. Willst du kämpfen, willst du kämpfen, willst du kämpfen, willst du kämpfen? Du willst dich kämpfen, du willst dich kämpfen? Komm, Alter, ich kämpfe gegen dich. Ich renne dich auch ran, wenn du willst. Die muss mich doch sehen. Ich sehe genau gegenüber von dir. Ja, dann nicht, Alter. Dann halt nicht. Okay, eine Chance gebe ich dir noch. Och, du hast mich auf einmal gesehen. Ich gehöre zu Team Skull. Ich bin vulgär und grob. Oh ja, vulgär und grob, das mag ich. Genauso mag ich meine Girls hier von Team Skull. Vulgär und grob. Kannst gerne nach dem Part nochmal vorbeikommen hier, ne? Und dann kannst du mal zeigen, was du so drauf hast. Natürlich in Sachen Shoppen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich mag diesen groben Look, den Team Skull hat. Und da sollen sie mich beraten, ne? Also nicht, dass ihr wieder was anderes denkt, aber... Es geht nur ums Einkaufen. Es geht nur ums Einkaufen. So, die Gute hat einen Rätan dabei. Das wird mal eben kein Bedroher reinballern. Oh, doch. Hat den Bedroher. Wir treffen ist leider nicht sehr effektiv, richtig? Oh, wir treffen es neutral tatsächlich. Das heißt, wir können auch einfach mal einen Steinhagel droppen. Boom, 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 boom. Flinch. Kein Flinch. Schlammbombe. Oh, und er hat einfach nichts gemacht, weil uns das Ding liebt. Stitch liebt uns einfach, Jungs. Und Mädels. Das Ding liebt uns einfach. Der Love-Faktor ist zu hit. Und da kam Volltreffer und uns liebt. Gegen Stitch kann man jetzt nicht mehr spielen. Stitch ist einfach in Love. Stitch is in love with the Coco. Wenn wir Stitch noch mal ein bisschen kraulen hier, Leute, ihr wisst es. Oh, Stitch ist am Switchen. Am Sweaten ist der Boy. Chris ein Föhn hier, Alter. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Pokémon geföhnt. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich gerade. Warte, wir gönnen ihn auch mal hier. Oh, wo ist denn das Ding? Oh, fuck, es rastet richtig aus, ey. Junge, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Du bekommst hier, hier, friss. Alter, ey, der ist ja richtig aggressiv, wenn er nichts zu fressen bekommt. Der ist ja genauso wie ich. Und ich dachte, ich wäre schlimm, wenn ich nichts zu essen bekomme. Aber es gibt ja immer Schlimmere. Es gibt ja immer Schlimmere. So, ein bisschen in Love ist er jetzt. Dann langt auch schon wieder. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, benutzt ihr das? Weil das ist echt richtig stark, wenn ihr eure Pokémon damit richtig gut behandelt. Dann könnt ihr, wie ihr schon gesehen habt, Attacken einfach so abfangen und ja, so. Ja, moin. Macht nichts. Alles cool, alles easy. Ich will eigentlich ganz gerne mit Flora wieder ein bisschen kämpfen, damit sie halt ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Ich weiß gar nicht, wie sich das Ding entwickelt. Könnt ihr auch mal gerne gucken. Weil ich glaube, das kann gar nicht so lang sein. Wie heißt das Ding? Flabebe. Dann kommt Floette und danach kommt Florgis. Das entwickelt sich Level Leuchtstein. Level Leuchtstein? Haben wir einen Leuchtstein dabei? Das wäre mega witzig, weil ich meine, ich habe mal irgendwelche Steinchen gefunden, ne? Glattbrocken, Eisbrocken, Schwerblocken, Turboblocken. Aber ich glaube nicht. Ach ja, und der hier, der ist nicht von der Story, Leute, den habe ich mal per Wi-Fi Battle irgendwie abgezogen. Also nicht, dass ihr jetzt hier denkt, so, yo, wo ist denn her, Zero? Ein Leichtstein habe ich. Ich glaube, den habe ich damit jetzt verwechselt, weil ich dachte mir so, yo, Leichtstein, das ist doch fast dasselbe, oder? Lernt das Ding eigentlich noch irgendwelche Attacken? Es lernt tatsächlich nichts mehr. Nö. Es lernt alles mit Floette. Das heißt, wenn wir noch irgendwas erlernen wollen mit Floette,
Dann muss ich es... Aromakor lernt es noch, Nebelfeld, Mondgewalt lernt es noch. Das ist halt super, super gut. Und Lux Calamatis. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ein 140er Move. Blättertanz, er lernt das Ding noch. Ich weiß halt nicht, das lernt halt nichts mehr mit der weiterentwickelten Form. Das heißt, wir müssen es trainieren und dann halt... Ja, wir können es ja auch eigentlich... Ja, ich kann es mit der Herzschuppe auch wieder machen. Egal, let's go. Na, willst du einfach mal Team Sky mitmachen? Warte mal, das ist doch dieser Z-Kraftring. Ey, was geht ab? Bist du Winzerwanderschaft oder was? Oder warte mal, jetzt hab ich's geschnallt. Du willst uns nur diesen... dissen. Weil wir die Winzerwanderschaft hingeschmissen haben, jo. Du glaubst doch nicht einfach, du kannst hier einfach so aufkreuzen und uns heruntermachen, jo. Das geht doch nicht. Das geht ja nicht, ja. Okay, dann zeige ich mal, was ich kann, Alter. Ich habe hier, passt auf, Rainbow Karte East am Start. Jetzt habt ihr gar keine Chance mehr. Ein Doppelkampf. Okay, okay, okay. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt mit eurem Doppelkampf. Pokémon. Wohl möglich. Gladiantrion, so. Okay, noch kein Arrowkex, aber ein Zorokex. Okay, 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 okay. Ist das schlimm? Ist das gut? Ist das gut? Ist ein relativ gutes Matchup für uns. Wir machen einfach mal. Oh, Blütenwirbel trifft alles. Ist ja gar nicht gut, ne? Wollte eigentlich nur für einen Voltwechsel mal gehen. Schlimmer als Gladiantri, weil es Typ Stahl hat. Soll ich da vielleicht ausswitchen mit Floette? Weil wenn ich eine sehr effektive Stahlattacke kriege, bin ich tot. Vielleicht soll ich das sicher ausswitchen. Sowas wie Shisha, was speziell physisch defensiv ist. Oh, jetzt habe ich... Lol, bin ich dumm, Alter. Lol. Verdient. Wenn das Ding jetzt stirbt, dann habe ich es verdient. Danke, Leben, Alter. Oh. Zero merkt, Turmkick macht Aua, wenn ich ihn abbekomme. Von daher sollte ich ganz schnell eigentlich dieses Ding da wegbekommen. Holy, Alter. Holy. Avatar rein. Metallklaue kommt, macht nichts, weil wir es vierfach resisten. Aber Robustheit bricht dadurch. Turmkick kommt, trifft aber nur in Anführungsstrichen. Shisha. Flammenwurf kommt. Hey, auf Gladiantri machen soll, was sehr effektiv ist, ne? Theoretisch schon, aber damit ist Zorokex jetzt eigentlich Geschichte. Weil Zorokex wird outspeeded von uns und kriegt das im Voltwechsel ab. Du kannst von mir aus danach nochmal einen Flammenwurf droppen auf Gladiantri, das sollte down sein. Wollwechsel kommt und muss reichen. Du musst reichen. Ja, sehr gut. Guck mal, so zwei Pissmons, ne? Die machen uns schon zu schaffen. Ja, ich hasse Doppelkämpfe. Ist einfach mega, der 31er-Move hier immer, die ganze Zeit so in Doppelkämpfe zu rauszuhauen. Wir können jetzt eigentlich locker easy auf hier Papierimpo gehen oder sowas. Weil er wird nichts gegen uns haben. Er wird nicht keine Kampfattacke droppen. Wenn ja, dann okay, dann werden wir es trotzdem tanken. Gewissheit kommt. Das ist eine Unlichtattacke. Super predicted hier von Zero. Flammenwurf. Bam. Whoops. Sick. Das sind nice EP. Das sind nice, nice EP. Die nehmen wir hin. Die nehmen wir hin. Danke, dass ihr gegen uns gekämpft habt. Fand ich super, super nett. Starker Trainer, nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich trotzdem nicht hier rein. Ist das ernsthaft? Hey, Junge. Hi. Hallo. Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir da ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Ja. Ich will lieber nochmal ganz kurz ein paar Vorbereitungen treffen. Mein Floette, die Fette, würde ich ganz gerne mal entwickeln. Und das ist in der Stadt, wo Mailer ist. Und das ist hier in Kantei City oder Konkei City. Weiß ich gar nicht, wie die Stadt heißt. Auf jeden Fall kriegen wir dort, denke ich, einfach mal Leuchtstein. Wenn nicht, wäre das super, super sad. Und die Fossile kriegen wir da auch, die wir holen könnten, theoretisch. Das wäre auch eine Idee. Aber wir schauen erstmal. So, wir gehen erstmal hier rein in den Laden. Moinsen! Was gibt's hier? Ja, ich möchte kein Fossil kaufen. Da habe ich gar keinen Bock zu.
Möchte eigentlich nur jemand ein paar Steinchen kaufen. Möchte was kaufen. Leuchtstein. Ach, ihr habt den Scheiß gar nicht. Ihr seid ja Kacke. Wo kriegt man den Leuchtstein her, Pokémon? Ultrasonne, Ultramond, steht da schon. Pokémon Resort oder alter Fahrt von Pony. Ernsthaft? Es dauert ja noch Jahre, bis wir es bekommen. Boah. Okay, dann haben wir noch kein Floette. Das ist super, super sad. Das ist echt mega sad. Aber okay. So wissen wir auf jeden Fall, dass wir jetzt ein Feen-Pokémon bei uns haben. Vielleicht können wir noch ein, zwei TMs mitnehmen hier. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Nices. Wie ein Stahlflügel. Riecht stark. Ja, ich brauche alles, aber keinen Stahlflügel. Also Schutz wäre schon richtig strong. Aber ich glaube, ich würde auch Skinny als TMs kaufen, damit wir die haben. Ja, wir können hier nichts großartig machen. Kann ich hier nach Ula Ula einfach? Ne, da muss ich hin, wie es aussieht. Ja, okay, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen laufen, in Anführungsstrichen. Also sollte okay sein. Vielleicht werde ich den Part jetzt auch gleich beenden. Ne, wir werden noch eben Two by Team Sky reinlaufen. Ne? Wir wollen ja ein bisschen was noch schaffen heute. Naja. Let's go, Pampro! Tauros. Tauros. Habe ich aufgeheilt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir werden nochmal aufheilen. Und dann geht's da rein in die Stube der Bösen. Da haben wir Tektas vor uns. Dort haben wir Bromley vor uns. Wenn das wie im Pokémon Sonne Mond sein sollte. Und dann gucken wir mal, ne, was wir so machen werden. So. Hallo, oh mein Gott, du hast ein Z-Kristall, du bist ja toll. Ja, hallo, ich möchte was kaufen, danke. Erstmal brauche ich wieder ein paar Pokébälle, ein paar Hyperbälle wären ganz nice. Und zwar 10 Stück an der Zahl, damit ich wieder einen Premierball dazu bekomme. Weil wir wollen ja auch ein paar Encounter wieder triggern. Und Top-Tränke wären ja ganz geil. Und zwar brauchen wir davon mal 5. Und ich werde von den Hypertränken nochmal 3 Stück kaufen. Und von den Superbällen auch nochmal 10 Stück. So, das sollte lang vorerst und wir ziehen weiter. Der Dinge. Der Dinge, der Dinge, der Dinge. Auf geht's! Und wir jetten jetzt mal. Nach vorn. Nach vorne geht es. Nach vorn, nach vorn, nach vorn, nach vorn. Wie kann man einfach so durchlaufen durch die Routen? Ja, das ist halt ehrlich richtig lame. Weiß nicht, gibt's hier irgendwas Cooles auf den Routen? Wollen wir mal schauen. Können ja ganz gern schauen. Das ist ja nicht das Ding. Vielleicht kriegen wir irgendwas, was wir noch nicht haben. Irgendwas, was uns weiterhelfen könnte, ne? Kann ja auch sein. Oder halt nur ein Trump. Oder halt nur in Anführungsstrichen ein Trump. Wollen wir den Boy töten? Nö. Danke, wir können sogar fliehen. Sehr, sehr cute. Ich kann auch ganz gern schauen, was es hier gibt. Also, ich glaube, hier gibt es ja eh nicht so coole Sachen jetzt. Aber können wir mal schon, was es hier so gibt. Wir sind jetzt hier in dem Bereich. Hier gibt es tatsächlich Grabox. Alola Georo gibt es hier sogar in den Klippen. Das wäre ein sehr cooles Mon. Sonst aber eigentlich nichts. Ne, sonst nichts. Es gibt auch wetterbedingte Quereinsteiger. Okay, habe ich noch nie was von mitbekommen. Gibt sogar Viscora, was man hier kriegen kann. Das wäre cool. Da es regnet gerade, ne? Bei Regen. Das heißt, man kann hier tatsächlich morgens und tagsüber ein Viscora bekommen. Ist das cool? Ich finde das schon episch. Da oben ist wahrscheinlich Georock. Oder wir können uns den Krabox gönnen. Aber Krawell... Sollen wir Krawell gönnen? Krawell. Krawell, Krawell, Krawell. Ist Eiskampf. Ist mega langsam. Aber wird uns in der Liga eigentlich gute Dienste leisten, so, ne? Weiß ich, wir haben jetzt zwei Kampfmons eigentlich, die relativ strong sind. Eigentlich brauchen wir keinen Krawell. Auch wenn es ein Eistyp ist. Wir haben ewiges Eis, was wir draufpacken können. Ich finde Eishammer auch nicht so stark. Es ist halt einfach nur der Gegner. Krawell ist halt mega heftig, weil er Ultradruck aufbaut. So, Rukex schon wieder. Es steht hier gar nicht bei mir mehr in Aufzeichnung drin, dass es das hier gibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja auch einfach die falschen Sachen bei mir. Sonst werde ich mal kurz einen Cut setzen und dann schauen wir mal eben, was das hier gibt. Vielleicht wird das auch noch ein bisschen dauern, sonst holen wir uns zur Not. Das Krabox ist ja ein Encounter, den man sich immer gönnen kann, weil wenn wir alles auf einer Route haben, dann müssen wir uns halt den gönnen. Was auch nicht schlecht ist unbedingt. Wow, ich habe einen richtig guten Encounter genascht. Sagt Hallo zu unserem neuen Pokémon, Ibitak. Ist richtig geil. Ich
werde dieses Ding fangen, aber auch nur deshalb, dass ich... Ja, dann muss ich es halt nie wieder fangen. Das ist halt der einzigste Vorteil dabei. Ibitag mit Spiegeltrick. Ich werde dich bestimmt nicht angreifen, mein Freund. Ich werde dich bestimmt nicht angreifen. Kannst du sofort knicken. Energiefokus. Du willst mich auch noch critten. Jetzt willst du mich auch noch critten. Ich hätte einen fucking Viscora hier bekommen. Und ich bekomme dich. Du kleiner Kacknoob, Alter. Du kleiner Kacknoob. Genauso nenne ich dich gleich auch. Kacknoob, Alter. Ich fange dich mit dem Heilball, um deine Paralyse wieder zu deparalysieren. Guck mal, so nett bin ich. Willst du mein Team? Willst du mein Team? Richtiger Baba. Okay, Baba will ins Team. Ich nenne Ibitag auch Baba, weil Ibitag ist einfach der Baba. Wisst Bescheid, Alter. Er will 39 Verarbeiter. Ah, er elementet die Blitze. Er elementet vor allem. Er beherrscht die Blitze. Flora. Level 36. Cute. So, Ibitag haben wir. Haben wir schon Ibitag? Nee, ich glaube nicht. Wir haben Ibitag schon. Stimmt, wir haben Ibitag ja schon gehabt mit Gewalter. Aber Ibitag haben wir weggetauscht. Ja, okay, das zählt dann trotzdem. Das zählt dann trotzdem. Das zählt dann trotzdem. Wir nennen ihn Baba. Vielleicht wird Baba ja mal mega OP mit Spiegeltrick. Spiegeltrick, Focus Sash. Ich sag euch, das ist die Taktik. Das ist die Taktik einfach. Baba kann aber erstmal weg. So, der Baba is gone. Der Baba is gone. Und wir wollen erstmal jetzt hier rein. Lass uns rein. Hey, Junge, Alter, wolltest du nicht hier rein? Ja, ich hab's mir gut überlegt. Okay, da hast du deine Gründe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Imposen wir jetzt. Oh, da ist ein Helfersticker. Und der steht da wie eine majestätische Statue auf einem Auto. Runter von dem Wagen, Junge! Du machst nur Kratzer rein. Oh, check mal diese Pfeife da aus, Bro. Die Pfeife wird euch gleich die Ohren lang ziehen, ey. Und euer Gehirn aus eurem Intui da rausnehmen, was ihr Kopf nennt. Aber ich denke, dass wir da nichts finden, wenn um Intui namens Kopf. Ich glaube, das wird ziemlich leer sein. Rotom Lächel. Jetzt geht gleich los. Verkloppen ein paar Team Skull-Boobies. Und hier ist ein Item. Top-Schutz! I knew it! I knew it, I knew it, I knew it, I knew it! Kämpfe mit Floette. Ich will mit Katja ein bisschen battlen, weil Katja hat gerade richtig Bock zu finishen. Katja will sich entwickeln. Von daher, let's go! Rotom will nochmal Rotom-Zeit aktivieren. Machen wir jetzt nicht. Später fehlt Rotom. Vielleicht ein bisschen later. Oh, hier ist noch einer. Also die Herrschersticker kriegt man echt so ein bisschen vor sich hergeworfen. Ne? Finde ich ein bisschen lame. Würde ich besser finden, wenn man die so ein bisschen suchen müsste. Was geht ab jetzt, Alter? Whatever. Whatever. Bye, bye. Ich fühle mich so frei, frei. Weißt du, was ich mein? Scheißegal auf Team Skull und wir ballern euch vorbei. War das ein super Remix? Ich hoffe. Also meine Gesangseinlagen immer einfach in den wunderbaren Parts sind immer sehr, sehr schön. Und du hast ein fröhliches Webrak, denn es hat einen wunderbaren Smiley auf dem Arsch. Habe ich eigentlich ein Smiley auf dem Arsch? Habt ihr ein Smiley auf dem Arsch? Keine Ahnung. Habt ihr auf jeden Fall das gute Ding gecosplayt. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir machen. Wir wollen das Ding knirschen. Ist ein Two-Shot, oder? Ja, Mann, Alter. Bei dem Angriff von Irokex, Nadelrakete. Das wird resisted, Junge. Mit nicht? Stimmt, wir sind ja Unlicht. Hups. Ups, voll vergessen, Alter, Siro, du bist Unlichtkampf, nicht Kampf. Das stimmt ja, Alter, wir sind ja jetzt schon Typ Unlicht. Das heißt, wir machen ja Damage. Und ciao, Webrak. Webrak. Gute Erfahrung. Und das, oh, das war's schon, lol. Du hast ja viel auf dem Kasten gehabt, Junge. Und ich wackel durch die Gegend, ey. Wow, mega nervös, mega nervös, mega nervös. Ich guck gerade, ey, was, aber es ist mega, mega schade, dass wir Viscora nicht bekommen haben. Ah, das gibt's bei Sonne und Mond nur, sehe ich gerade. Gibt's hier keine Monster bei Ultrasonne und Ultramond? Wohl nicht. Oder es gibt dieselben Monster halt wohl, ne? Muss ja. Oder bin ich doof? Oder bin ich gerade bei Sonne und Mond noch? Looks like, ne? Ne, hier stehen dieselben Spiele. Das ist mega, mega strange. Keine Ahnung. Okay, Unra Tytox kommt rein. One-shottet mich das Ding. Muss ich Angst davor haben? Ich will Katja eigentlich nicht risken, von daher wechsle ich da mal aus. Und setze da einfach mal Avatar-Aang ein. Was will er dagegen tun? Giftattacken immunisieren wir einfach mal. Mich wundert das aber gerade. Das finde ich richtig kacke. Ja, er setzt sogar eine Giftattacke ein, sehr nice. Lichtkanon. Two-Shot. Woo, sehr nice Damage. Body-Check. Woo, get my booty. Get him up, booty! Get him up, get him up, get him up, booty! Und tschüss.
Und damit, Leute, würde ich sagen, beenden wir auch schon den heutigen Part. Er geht lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Like da. Wir werden nächstes Mal die weitermachen und Team Skull ordentlich die Rüben polieren oder die Schädel brechen, wie man es auch mal nennen will. Seid dabei beim nächsten Mal. Schaltet mal einen Gang runter hier bei Team Skull. Ich gehe ins Puxen dann auch rein. Und ciao, Bella.